Alcolea Ultra von Pride Mobility ist ein klassisches Seniorenmobil. Wie sicher sich der Scooter fahren lässt, hat Imtest für euch herausgefunden. Er ist 1,19 Meter lang und 60 cm breit. Preislich liegt er zwischen 2.200 und 2.600 Euro. Der E-Scooter soll Menschen von A nach B bringen, die aus eigener Kraft keine weiten Strecken mehr schaffen. Zum Starten wird ein Schlüssel in die Zündung gesteckt. Die Lenkung erfolgt dann wie bei einem Fahrrad. Für ein angenehmes Fahrgefühl lassen sich sowohl die Sitz- als auch die Lenkerposition verstellen. Gas gegeben wird über zwei am Lenker befindliche Hebel, wobei der rechte vorwärts und der linke rückwärts bedeutet. Die Bremsen befinden sich oben am Lenker, wobei der Scooter bereits zu bremsen beginnt, sobald sich die Hand vom Gashebel löst. Das Mobil schafft zwar gerade einmal 10 km/h, diese haben es aber ordentlich in sich. Und da in der Praxis kaum jemand mit 10 km/h auf dem Gehweg unterwegs ist, dürfen die Scooter sogar auf der Straße fahren. Davon ausgenommen sind Autobahnen und Kraftfahrtstraßen. Auch beim Rauffahren und Verlassen von Bürgersteigen sollte aufs Tempo geachtet werden. Denn mit einer Tieflage von 3,9 cm über dem Boden wird es bei zu hohem Tempo schnell mal wackelig. Trotzdem ist der enorm kleine Wendekreis von 103 cm an sich ein echter Pluspunkt. Außerdem sollte auf den Außenspiegel geachtet werden. Zwar ist er sehr hilfreich beim Einparken, allerdings lädt er dazu ein, an Türrahmen hängen zu bleiben. Auch die Hupe ist nett gemeint, aber nicht besonders gut umgesetzt. Diese geht im Straßenverkehr nämlich leider etwas unter. Die Lichter vorne und hinten dafür sind gut zu erkennen. Den ausführlichen Testbericht zum Colia Ultra und viele weitere Produkttests gibt es auf imtest.de.